Hi Leute, was geht? Wir sind einen Tag vom Umzug und es ist heute noch eine Menge passiert. Unter anderem sind auch hier oben ein paar neue Möbel gekommen. Zum Beispiel haben wir hier vorne ganz neu eine Stange bekommen. Und wenn jetzt hier Leute arbeiten, dann kann ich, Theo, wirklich an der Stange. Boah, nicht in die Mitte, nicht in die Mitte, nicht in die Mitte! Nicht in die Mitte? Die biegt sich übel durch. Also jedenfalls hält hier einiges aus. Da kommen noch Kleiderbügel dran, glaube ich. Kleiderbügel? Lampen, Kleiderbügel, auf jeden Fall kommt da noch was Schönes dran. Ups, ist jetzt verbogen. Naja, gut. Wir haben hier vorne noch ein neues Regal. Ist auch ganz schön. Ist hier schief? Ja. Findest du? Ja. Nein, oder? Soll ich die mal hoch? Wieder, warte, ich drück die wieder hoch. Also, tut mir leid. Soll die Kamera bestimmt wieder. Soll ich hochdrücken? Ja. Okay, hab ich gestoppt. Ja. Ist gerade? Ja. Gut. Ja, Killer. Hat sich nichts verändert. Wir gehen jetzt mal kurz runter und schauen uns mal an, was unten so passiert ist, Leute. Sind wir fast fertig, ne? Jo, ich glaub schon. So, morgen ist Umzug, Leute. Und, oh mein Gott. Was zum Teufel? Okay, das ist noch nicht komplett hier drin, aber schaut euch mal bitte diesen Hintergrund an. Alter, heftig. Sieht aus wie so ein mega Modelstudio, wo man so Fashion anzieht und so. Killer, Alter. Okay, das ist schon crazy gut. Also wir haben die ganze Zeit, habe ich drüber nachgedacht, ist das eine gute Idee, sowas reinzumachen? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das wird in den Raum hier nochmal um 10.000-fach das einfach auch. Das ist ja echt, also das ist schon krass, muss ich sagen. Kann man das mal ausmachen? Ja, ne? Guck mal, so ist es aus. Sieht aus wie eine normale Wand. Jetzt machen wir mal an. Sieht dann einfach so aus. Richtig, richtig cool. Darüber kommt ja, wie gesagt, falls ich noch möchte, Leute, das können wir jetzt auch mal diskutieren, ob ich das im Hintergrund haben soll oder den Greenscreen. Ich meine, so einen geil beleuchteten Wald im Hintergrund zu haben, das hat halt auch keiner. Ne? Das ist eigentlich auch was Besonderes. Da kann man immer wieder mit dem Greenscreen arbeiten. Da kommt das Licht noch rein, sehe ich gerade, genau. Also ich glaube, wir können morgen einziehen. Das sieht ganz gut aus. Eigentlich hätte heute auch mein Tisch kommen sollen. Der ist aber leider jetzt um 2 Wochen verzögert worden. Das heißt, ich werde erstmal an den Ikea-Tisch hier Platz nehmen. Auch nicht schlecht. Ich wollte nur meinen alten Tisch aus dem Ofen nicht mitnehmen, weil der ist halt so unglaublich schwer mit diesem Motor drin. Das brauche ich jetzt einfach hier nicht mehr. Da kommt jetzt eh wieder in 2 Wochen der neue. Dann habe ich von Felix noch einen Tisch abgekauft, der da vorne unter das Fenster kommt für den zweiten Arbeitsplatz. Aber nicht Thomas, weil der darf hier nicht rein, weil das ist einfach viel zu edel für dich, ne? Ja, genau. Ich gehe ja schon auf genug auf den Sack hier unten. Sieht schön aus jetzt. Es sieht richtig krass aus, oder? Ja. Findest du nicht? Schon. Also ganz ehrlich, das halt im Hintergrund. Eigentlich brauchen wir kein Greenscreen, oder? Du kannst hier einfach braun-blau-Screen machen, oder? Also wenn wir das gleiche Image einfach nochmal im Hintergrund drüber chromakieren, Thomas. Klappt das nicht? Wenn du aufhörst, so dumm zu sein, gehe ich auch weg von deinem Gesicht. Meinst du nicht, dass es funktioniert? Okay, alles klar, gut. Ich würde sagen, so wird auf jeden Fall sofort des neuen Büros. Morgen gibt es einen Umzug und ich würde sagen, wir springen direkt mal nach morgen, wenn wir dann anfangen, Sachen zu packen und ja, hier einziehen. Kinas, einen wunderschönen guten Morgen. Ich kann leider nicht in die Kamera gucken, weil ich muss mich natürlich auf die Straße konzentrieren, ja, und auch gleichzeitig noch aufs Navi. Wir fahren gerade gemeinsam zum Baumarkt und ihr habt ja schon den gestrigen Teil des Vlogs gesehen. Heute ist es soweit, wir ziehen um. Ich habe mir meine heutigsten Klamotten rausgesucht und habe eigentlich überlegt, ich könnte was von Adrett anziehen, habe aber leider das alles in der Wäsche gehabt. Schade drum. Leute, wir fahren jetzt kurz zum Baumarkt, holen uns erstmal lecker Frühstück, ein paar Brötchen und so beim Bäcker und dann holen wir uns natürlich ein paar Umzugskartons, weil die brauchen wir ganz dringend, ein bisschen Klebeband, Eddings und so weiter und so fort. Ich glaube allerdings, dass heute nur der grobe Umzug stattfinden wird. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nach und nach, wenn der Schrank dann da ist, weil das Ufo ist eh noch nicht weiter vermietet, so kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, dass ich auf jeden Fall jetzt demnächst doppelt Miete zahlen muss. Das ist auf jeden Fall echt geil. Jedenfalls wird heute erstmal quasi alles an Möbeln rübergebracht. Und Thomas, wenn du so nice wärst und die Kamera nicht vor den Seitenspiegel hältst, dann sehe ich sogar was. Ja, genau, so ist perfekt. Danke dir dafür, Bruder. Wir fahren jetzt erstmal ganz kurz zum Baumarkt, Leute, und holen uns die nötigen Utensilien, die man so für einen Umzug braucht. Ich würde sagen, das überspringen wir jetzt einfach, weil ihr habt schon so oft mich hier im Baumarkt austicken sehen. Das brauchen wir jetzt an der Stelle nicht. Sehen uns dann gleich einfach im Ufo wieder. Danach gehen wir noch einen Transporter holen, um Regale, PC, Couch auf jeden Fall übergangsweise und auch eine Tischplatte abzuholen, die wir ja brauchen, weil ich habe ja momentan meinen richtigen Tisch noch nicht da, habe ich ja alles gestern erklärt. Also, pack mal's, bis gleich. So, Kinders, rapider Zeitsprung. Wir gehen ins stressige Umzugsgetümmel hinein. Wir haben jetzt alles zusammengepackt. Transporter steht unten mitten im Haltebrot. Also ist das leider der Kölner Innenstadt, man kann halt nirgendwo parken. Wenn jetzt der Aufzug noch zugehen würde, der fällt gleich runter. Gut funktioniert, Alter. Das wäre, also bei dem Ding hier, ich meine, hier sind Silvester schon heute schon stecken geblieben. Der ist nicht der zuverlässigste Aufzug. Ich habe jetzt entschieden, das Sofa da zu lassen. Neues Sofa kommt ja eh noch. Das alte Sofa habe ich ja schon seit 4 oder 5 Jahren. Das ist 2 Sitzer-Sofa aus der Chaos-WG. Das muss er langsam mal, glaube ich, weg. Eines der Sachen, die ich gerne verlosen würde, weil es immer noch funktionstüchtig ist und da ist nichts Ekliges drauf geschrieben worden. Hat Palut mir zumindest versichert. Wir räumen jetzt erstmal ein. Das ist eine ganze Menge, wie ihr sehen könnt. Und sehen uns dann gleich im Auto oder im neuen Büro wieder. Kann ich nicht filmen? Mann.
Rückwärtsgang, Junge, wie geht der denn hier rein? So, perfektes Timing, da kommt der nächste aus der Tiefgarage rausgefahren. Das heißt, wir müssen jetzt ganz schnell hier abhauen. Pass aus da rechts, Thomas? Ja, da kommt keiner. Ja, fahr du erstmal raus, komm. Fahr erstmal raus hier. Ich glaube, das Gute ist, wenn man so einen Transporter hat, alle Leute nehmen ein bisschen Rücksicht. Ja. Und haben Respekt. Wenn der jetzt nochmal hier rausfahren würde. Fährst du zum ersten Mal so ein Ding? Junge, ich bin in sowas geboren worden. So. Vorsicht, Vorsicht. Was denn? Jetzt rückwärts. Nein, na. Ist knapp? Ja. Passt? Stopp. Hier rückwärts. Ja. Huiuiui. So, jetzt müssen wir hier wegen dem Fahrrad aufpassen. Kommt da irgendwas rechts und links? Kein Auto rechts. Genau, am besten fährst du genau durch die Lücke, Bruder. Vorsicht. So, bin ich froh, dass ich kein Handwerker bin. Also, jetzt geht's dann rüber ins wunderschöne Space, Leute. Die Sachen sind gepackt, wir haben eigentlich alles drin, was wir brauchen. Auf jeden Fall eine sehr zeitig knapp bemessene Aktion, weil wir haben jetzt, wenn ich jetzt ehrlich bin, der mich jetzt so an. Wir haben jetzt, glaube ich, eine Stunde Zeit, alles auszuladen. Dann muss das Auto auch hier schon wieder zurück sein. Wir fahren jetzt in Space und sehen uns dann gleich da bei der Auslade-Action wieder. Ja, Heidewitzka, da ist jetzt plötzlich der Ton aus. Wie konnte das denn passieren? Psst. Ich hab vergessen, das Mikro anzuschalten, aber er sagt Revi nichts. Aber alles easy, ich weiß noch genauestens, was er gesagt hat. Und außerdem ist meine Stimme sexy AF. Jo, wir sind jetzt im neuen Büro und der Dude ist auch mit am Start. Hallo? Kranker Typ. Hi Homeboys, was geht? Hier haben wir Licht. Guckt. 16 Millionen Farben Leel. Schusch. Tod, Leben, Tod, Leben, Tod, Leben. Aber bevor ich's vergesse, das hier schenke ich Thomas. Genauso wie mein Auto. Ne Yacht. 5, 6 Jets. Mindestens. Ne Villa. Jetzt erstmal am Finger lecken. Chimlecker Finger. Ganz kurz, das Mikrofon ist aus, oder? Machst du's an? Jo, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich auf jeden Fall übertrieben auf das neue Büro. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonnieren ist kostenlos. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ach ja, und kauft meinen Merch.